Hallo meine Freunde, willkommen zu einem sehr, sehr intelligenten Video. Denn die LCS hat begonnen, die LCK schon vor langer Zeit, 2 Tage um genau zu sein. Und es haben sich kleine Dinge in der Kluft etabliert und wir wollen natürlich darüber reden. Mittlerweile bekomme ich dazu relativ viele Nachrichten und ich als Kommentator habe das Ganze natürlich auch mitbekommen. Die Boots of Swiftness werden gerade sehr, sehr gerne geholt oder wie wir sie früher nannten, die Dreierschuhe. Und die Frage ist, warum? Was ist plötzlich so toll an denen? Die waren schon die ganze Zeit da. Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe und wir werden sie alle kategorisch durchgehen. Und bei den Schuhen ist es natürlich so, dass man da eine relativ große Palette hat, wie im richtigen Leben quasi. Aber als Gamer kauft man bekanntlich sehr schnell ein. Ah, der wird nicht lange anprobiert. Ich sehe die, ich nehme die. Trotzdem schaut man zunächst auf den Preis. Und das ist quasi die erste Kategorie, wo die Boots of Swiftness definitiv glänzen. Denn sie sind einer der billigsten Schuhe und kosten quasi einen Kill weniger als teure Vergleichsobjekte wie die Mercury oder die Berserker. Dieser niedrige Preis hat natürlich mehrere Vorteile, denn erstens erhaltet ihr die Schuhe und damit auch die Utility schneller. Ihr könnt euch also früher als Gegner schneller auf der Karte bewegen und natürlich auch von den Resistenzen profitieren, aber dazu kommen wir noch später. Denn der Preisvorteil übt sich natürlich quasi auf die Zukunft aus, möchte ich mal sagen. Das bedeutet, ihr seid in der Lage, wesentlich schneller diese Schuhe zu verzaubern. Das klingt ein bisschen seltsam, aber bei der LCS wird das gerade sehr häufig getan. Das heißt, man packt nochmal Laufgeschwindigkeit drauf oder senkt natürlich die Cooldowns der Beschwörerzauber. Ähnlich wie die ionischen Schuhe es ohnehin schon tun. Aber hier wird das Ganze mit der Verzauberung geregelt. Und man hat natürlich die Möglichkeit, schneller einen Power Spike mit anderen Items zu erreichen. Weil billigere Schuhe heißt, okay, ich muss für andere Items indirekt weniger bezahlen, weil ich noch mehr Gold übrig habe. Also bezogen auf den Preis sind die Dreier-Schuhe definitiv göttlich. Der nächste Punkt betrifft nun die Movement Speed an sich, denn dafür haben wir sie quasi gekauft, denn normale Schuhe wie die Mercury oder wie die Berserker geben einen 45 Laufgeschwindigkeit dazu, als festen Wert wohlgemerkt. Die Boots of Swiftness hingegen geben 65 und das bietet mehrere Vorteile. Denn auf der einen Seite ist das natürlich eine sehr, sehr hohe konstante Geschwindigkeit, die ihr zur Verfügung habt. Wenn man viel Laufgeschwindigkeit haben möchte, holt man sich halt die 5er Schuhe, also diese Support-lastigen, die einen halt sehr, 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 sehr schnell machen, außerhalb des Kampfes. Die Boots of Swiftness hingegen sind konstant sehr, sehr schnell. Und dieser hohe Grundwert bringt natürlich noch andere Vorteile mit sich, denn wenn ihr prozentuales Scaling bezogen auf die Movement Speed erhaltet, das heißt durch Items oder durch irgendwelche Fähigkeiten, die eure Laufgeschwindigkeit prozentual erhöhen, sind diese Schuhe besser. Denn bei der Laufgeschwindigkeitserhöhung wird euer Grundwert genommen. Das heißt, viele Champions haben so 325 Stop-Move-Speed. Darauf werden dann noch die Schuhe gerechnet als fester Wert und diese Gesamtmasse wird dann prozentual verrechnet. Sei es negativ oder positiv und es gibt noch zwischendurch ein paar Caps. Fest steht aber, dass die Boots of Swiftness von diesem Item oder von diesen Fähigkeiten natürlich mehr profitieren als Mercury oder Berserker. Definitiv einen Vorteil, gerade wenn ihr Hecarim heißt. Weil dann nehmt ihr euren festen Wert und steigert den natürlich prozentual ins Unendliche hoch. Sehr, sehr gut, ne? Sehr, sehr wichtig. Gut, als nächstes müssen wir natürlich über die Passive reden und zwar über diese Slow Resistance. Was hat es denn eigentlich damit auf sich und was ist der Unterschied zu Tenacity, also zu der Zähigkeit, die die Mercurys geben? Die ja sehr gerne und sehr häufig geholt werden. Zunächst einmal besteht der Unterschied darin, dass die Mercury einem die CC nicht weniger schwach machen, sondern von der Dauer her reduzieren. Das Ganze um 20%, das bedeutet, ihr seid nicht mehr eine Sekunde gestunt, sondern nur noch 0,8 Sekunden. Oder ihr seid statt 2 Sekunden verlangsamt, nur 1,6 Sekunden verlangsamt. Das ist der Vorteil. Die Verlangsamungsstärke ist allerdings gleich. Und hier setzen nun die Boots of Swiftness ein, die die Effektivität der Verlangsamung direkt runternehmen. Nicht die Dauer, sondern die Effektivität. Das heißt, ein Exhaust verlangsamt eigentlich mehr um 30%, sondern nur noch um 23%. Es hält natürlich trotzdem die gleiche Dauer, aber ihr seid weniger davon betroffen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie die beiden jetzt nun direkt nebeneinander sind. Ich habe das jetzt hier ein paar Mal getestet, gerade der Naso-Slow ist halt, ja, bekanntermaßen tödlich. Aber man kann ihn gut mit dem Frost Queen Claim Gleistern vergleichen, weil das ist halt auch ein sehr langer Slow, aber die Boots of Swiftness nehmen halt die Stärke des Slows runter. Besonders speziell, wo dann die Mercurys auch viel schlechter aussehen, sind Verlangsamungsfelder. Das bedeutet, wenn dann nie wer die Ultimate macht, kommt derjenige mit den Boots of Swiftness wesentlich besser durch, weil er reduziert den Slow an sich und nicht die Dauer wie die Mercury, die keine Rolle spielen, wenn du darin stehst. Das gleiche gilt natürlich für Trundle, denn der wird aktuell sehr gerne bei der LCS gespielt und sein E kann natürlich von den Boots of Swiftness reduziert werden. Du kommst schneller durch den Schlamm als mit den Mercurys, weil du bist ja in der Pampe drinne und du reduzierst ja keine Dauer. Deswegen auch gegen ihn eine sehr, sehr gute Waffe. Das gleiche ist bei anderen Verlangsamungen, wie zum Beispiel den Red Buff, sehr nützlich. Weil er hat auch einen festen Wert und eine gewisse Dauer, aber meistens schafft es der Gegner, das Ganze immer wieder zu refreshen. Mit den Boots of Swiftness ist aber der Slow viel schlechter. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, ja, wie oft ist denn Anivia und Trundle jetzt in meinem Spiel? Eher geht es die Frage, wie oft ist denn das Gauntlet in deinem Spiel?
Und weil das natürlich auch einen Slow fällt und mit den Boots of Swiftness kommst du da schneller durch als mit dem Mercury. Weil die reduzieren halt da gar nichts. Tja, und Fun Fact, ihr könnt auf bis zu 63% Verlangsamungsreduzierung kommen, wenn ihr noch den Trank euch gönnt und die Masteries auch mit der Swiftness ausstattet. Gut, ihr habt schon gemerkt, dass wir über die Mercury sehr viel geredet haben und das ist quasi der letzte Grund und zwar die schwachen Alternativen. Denn die Mercury sind wahrscheinlich immer noch das Beste gegen Betäubung und so weiter, gegen wirklich sehr, sehr harte CC. Aber sie reduzieren das nur um 20% und das ist halt echt wenig. Irgendwie bin ich da gedanklich noch bei den alten Tagen, als es 35% Zähigkeit gegeben hat. Und da hat man halt echt gemerkt, wer Mercurys getragen hat und wer nicht. Aktuell kommt es mir so vor, dass ich den Unterschied fast gar nicht sehe. Ein weiterer Grund, die Swiftness anstatt andere Schuhe zu wählen, wäre Graves Jungle. Weil bei ihm zu sagen, okay, gehe ich jetzt auf die sehr teuren Mercury, ist schwierig. Die Berserker sind auch teuer und eventuell nicht so useful. Weil klar ist natürlich Graves mit der Tech-Seed ein bisschen besser, aber eigentlich nicht. Er kommt im Jungle über den Burst. Und die Dreier-Schuhe helfen ihm natürlich bei der Wendigkeit und bei den Ganks an sich, weil er wesentlich schneller ist. Auch dann kennst du ein gutes Beispiel, weil er braucht noch nicht mal diese Resistenzwerte, die einem die anderen Schuhe geben. Er hat sowieso seine E-Fähigkeit, womit er doppeltes Leben hat und für ihn ist es viel wichtiger, nah am Ziel zu bleiben oder schnell zu sein, um einen Verbündeten zu retten. Und die LCS hat es da auch vorgemacht. Und generell haben viele Supporter sich eher für die Boots of Swiftness entschieden, weil natürlich die konstante Laufgeschwindigkeit besser ist. Und gerade Poppy-Spieler konnten es genießen, natürlich ihre Movement-Speed noch weiter zu erhöhen, worin natürlich die Boots of Swiftness wesentlich optimaler sind. Gerade im Kampf willst du konstant schnell sein als Poppy. Gut, fassen wir also das Ganze nochmal zusammen. Die Boots of Swiftness sind erstens super billig. Die Slow-Resistenzen sind eigentlich gegen fast jedes Team sehr, sehr nützlich. Besonders aber gegen Anivia, Trundle und vielleicht einen Blue Ezreal oder alle, die Gauntlet bauen. Außerdem gibt es noch sneaky Fakten, dass ihr euch selber auch nicht so doll slowt. Tam Kench ist also mit dem Devourer schneller und die Vi kann ihr Q chargen und verliert weniger Movement Speed. Ja, und neben der schwachen Konkurrenz, was die Items angeht oder eventuell unpassende Items, muss man natürlich die Laufgeschwindigkeit an sich hervorheben, die einfach besonders hoch ist und von Spells und Items weiterhin profitiert. Die Schuhe haben eine Art Scaling, was sehr, sehr selten ist. Und damit aber auch sehr, sehr nützlich. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr schaltet wieder ein, denn die LCS beginnt heute erneut und mal sehen, wie wir diesmal die Dreier-Schuhe oder die Boots of Swiftness bauen.